Höhle. Ja, gehen wir da mal rein. Der Magier meinte ja mal, wir können hier was Gutes finden. So, einmal Feuer. Ui, sehr schön. Oh, was verbirgt sich da drin? Oh, eine weitere Ritterrüstung. Sehr schön. Ja, stimmt. Jetzt haben wir nicht zwei Stück, sondern die hat sich ja jetzt aufgelevelt. Richtig, so war das. Mhm. Achso. Au. Achso, da hätte man von der anderen Seite rangehen müssen. Mhm. Oh, scheint der Magiestab scheint auch wirklich keine Magie zu verbrauchen. Ich habe da eben die ganze Zeit drauf geachtet, aber nichts. Ui. So, sehr schön. Stimmt, in einigen Spielen damals war ich auch eher so der Fernkämpfer oder so wie jetzt Kampfmagier. Königsblut, erwecke deine innere Kraft. Oh, ein Fellschild. Das Fellschild. Maximale Mana ist, ja, aufgestiegen. Das ist schön. Ich frage mich nur gerade, kann denn eigentlich unser Wuffi hier auch Magie wirken oder nicht? Quatsch, hier. Ja doch, kann er. Ach, stimmt. Nur weil ich die Leiste nicht sehe, heißt es ja nicht, dass er das nicht kann. So. Brutzeln. Oh, ich freue mich schon auf meinen Geburtstag. Stimmt, der ist ja heute in einem Monat. Heute ist ja der 12.5. Oh Gott. Oh, und ich bin fast tot. Und ich habe mich verdrückt. Blauer Magierhut, sehr schön. So. Ich freue mich auch schon wieder aufs Grillen, wollte ich nämlich damit sagen. So, und ganz schnell durch. Ob es hier noch Geheimnisse gibt, werden wir später einmal sehen, aber nicht gerade jetzt. Und ich möchte mich auch noch mal heilen, das wäre gar nicht verkehrt. So, mal kurz mit dem hier sprechen. Ich drücke mal auf R. Mist. Achso, ja, magische Tafel haben wir ja schon gesehen. Ich dachte, der sagt noch mal was dazu. Ah, ich habe es geschafft. Ach, schön. So, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn bekommen? Wo ist es denn? Hier. Fellschild. Schafft ein Schild, um den Schaden zu verringern. Das wäre eigentlich nicht verkehrt, aber im Moment geht das ja noch. Ja, stimmt. Einige Zauber in Teil 1 habe ich ja auch überhaupt nicht benutzt. Hier war es, glaube ich, Level 10. Ja. Da möchte ich also noch nicht rein. Und ich glaube, wir bräuchten dafür auch einen Schlüssel. Die sind eher gegen physischen Schaden anfällig. Katzpitalhöhle. Level 10. Gehen wir ruhig auch schon mal rein. Mhm. Sehr schön. Hier und da kann man jetzt mal ein bisschen gucken, ob da was ist, aber im Moment suche ich noch nicht nach Geheimnissen, würde ich sagen. Mhm. Ah, ich hätte warten müssen, bis der zweite hier auch mit dran ist. Hätte sich das eher gelohnt mit dem Zauber. Aber naja. Die Mana ist ja zum Glück relativ schnell wieder aufgeladen. Und deswegen, zack. Hihi. Mhm. So. Sehr schön. Wieder voll geheilt und auch Mana wieder voll. Und was ist hier? Eine Ritteraxt, sehr schön. Die geben wir unserem Hund natürlich, unserem Kollegen. Die bekommst dann bitte du. Genau. Mhm. Mhm. Dann ist er jetzt auch endlich ein bisschen stärker geworden. Das ist sehr schön. So, kommt mal her, ihr drei. Hihi. Mhm. Ah, Level 7. Sehr schön. Oh. Eine Kiste, die aussieht wie so ein Monster mit Hörnern. Wahrscheinlich, weil wir alle Gegner hier besiegt haben. Oh, Eismagierstab. Yeah, sehr gut. Den lege ich dann mal eben an. Moment, also +2, +1.
15% Blitzschaden, 15% Eisschaden. Nehmen wir erstmal Eis, weil das hier sich erhöht. Ich glaube, das ist an sich der magische Schaden. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe Teil 1 wirklich schon lange nicht mehr gespielt gehabt. Ja, Eis macht ja richtig gut Schaden bei dem, so wie es aussieht. Oder die Axt von unserem Kollegen hier. Ja, doch, ist, glaube ich, beides so die Kombo. So, was steht hier? Der tiefe Wald. Okay, da möchten wir erstmal nicht hin. Ich würde schätzen, der ist sehr gefährlich. Fischerkatzendorf. Mhm. Mal sehen. Bauer Tigier. Ich schaue auf das Meer. Immer schnurrend. Tag. Und wisst ihr, was ich sehe? Oh. Die verfluchten Ruinen. Genau. Mal gucken. Ich schätze mal, da dürften wir auch irgendwann hinkommen. Königsstraße. Und das Katzpital. Level 7. Seid ihr bereit, euren Thron zurückzuerobern, eure Miaustät? Ja. Ja doch, ich denke mal, Level 7 dürfte gut gehen. Oh, der sieht cool aus. Löwener, sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, Lord Löwener. Oh, ich habe es nicht gelesen. Hofnarr B. Ja. Sie werden nicht damit rechnen. Wollen wir sehen. Das war Löwener. Schnell, wir müssen ihm folgen. Mhm. Was sagt uns die Wache? Der Soldat? Hallo, Katzabenteurer und seltsam aussehender Fellfreund. Hier ist ein Tipp für euch. Manche Feinde haben eine elementare Schwäche. Feuer, Eis, was auch immer. Ja gut, das wissen wir ja schon. Oh, die Musik. Du erinnerst dich, welchen Weg Löwener genommen hat, oder? Ja, ich möchte aber zumindest die Münze. So. Gut. Der Soldat scheint zu schnurren. Wenn rote Zahlen auftauchen, bedeutet dies, dass das Monster für diesen Angriff anfällig ist. Oh, graue Zahlen bedeuten, dass sie resistent dagegen sind. Miau. Hier ist nochmal Kit Kat. Oh, Moment, hier ist auch nochmal jemand. Ein Bauer namens Dumbles. Okay, pst. Ich weiß, wo Löwener all unser Gold hat. Folgt dem Fluss nach Süden, bis ihr eine Höhle an der Seite des Flusses seht. Ihr habt das nicht von mir gehört. Ja, okay. Ja, aber erstmal müssen wir hinter Löwener hinterher. Denn wir sind ja nicht hinter dem Gold her, sondern hinter ihm. Septim-Ruin. Okay. Oh, die sieht's auch wieder. Und die sind so süß. Irgendwie sehen die hier viel niedlicher aus als im ersten. So, mal gucken. Oh, wir sind jetzt in den Bergen. Oder auch nicht. Narren, ihr seid in meine Falle gegangen. Muahahaha. Hofnarr I. A und B? Ah. Ja, ist okay. Wir werden uns um sie kümmern, Lord Löwener. Hihihihi. So. Das dürfte, glaube ich, jetzt so schwer sein, ne? Ah, das war doof. Oh, ich habe keine Mana mehr. Jetzt. Sehr schön. Das war gut ausgewichen. So. Nummer 1 dürfte vielleicht down sein. Ja, Nummer 1 ist down. Aber ich schätze mal, Löwener wird nicht so einfach zu besiegen sein. Ja, sehr gut. Muss ich alles selbst tun? Anscheinend, ja. Oh. Okay, er ist resistent dagegen. Dann lege ich den ruhig ab und klopf so einfach drauf. Hui. Der. Oh, okay, ich glaube, wir müssen den Kampf verlieren, ne? Wir machen ja gar keinen Schaden. Hier. Nee, wir machen überhaupt keinen Schaden.
Ich war besorgt, als ich eure Gesichter gesehen habe, aber ihr seid beide nur erbärmlich. Genießt den Rest eures Lebens, während ihr hier auf dieser Insel festsitzt. Muahaha. Ach je. Also wir mussten verlieren. Sowas mag ich eigentlich nicht, aber naja. Finde einen Weg zurück zum Festland. So. Dann kann ich auch ruhig den Stab weiter angelegt lassen. Das war der Eisstab, genau. Oh, da, wie süß! Oh, ist die Seestern süß! Er guckt so grimmig, aber er ist so süß. Okay. Königsblut, erwecke deine innere Kraft. Oh, heilende Pfote gelernt. Perfekt. Und Mana ist auch gestiegen. Doch, ich bin mir jetzt definitiv sicher. Ich hatte das auf dem, das mit dem Gamepad gespielt. Denn ich hatte das noch auf den Steuerungstasten, dass ich da wechseln konnte mit dem Dingens. Ah ja, mein Mauspfeil seht ihr. Okay. Sekunde. So. Ja, dann spiele ich lieber mit Pad. Okay, damit ist Angriff. Das ist so. Irgendwie hatte ich das dann wechseln können, das weiß ich noch. Mhm. Ah, okay. Linker Button, rechter Button, linker Trigger, rechter Trigger. Linker Button ist dann anscheinend Feuer im Moment. Linker Trigger würde ich die Heilung packen. Obwohl. Würde ich auf den rechten Trigger packen. Gut. Mhm. Okay, Königssiegelruinen. Da können wir gleich hin. Ich wollte eben nochmal hier sehen. Achso, ja, da bräuchten wir den goldenen Schlüssel. Achso, ja. B ist rechte Taste. Königssiegel. Mhm. Oh, wieder diese Teleport-Dinger. Frage ist, wo kommen wir hin, wenn wir das jetzt hier machen? Schon mal zu einer Kiste. Das sieht gut aus. Eine weitere Ritteraxt. Das ist sehr schön. Jetzt muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung mit Gamepad gewöhnen. Aber ich glaube, die wäre wirklich für dieses Spiel besser. Eine weitere Kiste. Sehr schön. Ein heilender Stab. Heilende Pfote plus 30%. Okay, das ist krass. Wollen wir mal sehen. Macht dann aber auch gleich zwei mehr Schaden und dann würde ich dann sogar den eher nehmen. Mhm. Oh, der verschießt sogar zwei Kugeln. Das ist schön, dass dann auch jeder Stab so eine eigene kleine Animation hat. Das mag ich sehr. Ui, das sieht aber aus wie ein Mensch wieder. Okay. Königsblut, ihr sucht nach einem Weg, eure Throne zurückerobern. Beweist euren Wert und unsere stärkste Waffe kann die eure sein. Okay. Ups, das war doof. Okay, Magie macht keinen Schaden. Müsste ich den Stab erstmal... Obwohl, ich kann ja mal rumprobieren. Oh, Eis. Okay. Ho, ho, ho. Eismagie macht gut Schaden. Oder? Nee, auch nicht. Ups, nein. Mist, was mache ich? Dann würde ich das erstmal so lassen. Ja, ausbrechen. Ja, dann lieber so drauf kloppen. Ach, der hat ein Schutzschild. Deswegen. Okay, dann war Eis doch, glaube ich, ganz gut. Sekunde. Oder zumindest hier. Nehme ich den Eisstab. Oh, ich kann auch die Kategorien so durchgehen. Ja, doch, Eis geht auch. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht... nicht wieder in seine Attacke reinrenne. Ich habe kaum noch Lebensenergie. Ja, doch, aber der Kampf ist eigentlich recht entspannt. Ah, Mist. Da war ich jetzt doof.
Ich habe nicht drauf geachtet. So, wenn die... Wenn das Schutzschild wieder weg ist, dann kann ich ihn mit Feuer angreifen. Jetzt. Mhm. Sehr schön. Geschafft. Sehr schön. Du erhältst das Siegel des Königs. Mhm. Nimm dieses Siegel und schmiede die Waffe, um alle Feinde zu besiegen. Das Königsschwert. Ja, oh, so süß. Und dann können wir hier drauf und wahrscheinlich wieder raus. Mhm. Ah, sehr schön. Oh, wir sind jetzt wieder hier. Okay, das ist cool. Oh, bei meinen Schnurrhaaren. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Habe ich dich richtig gehört? Du konntest Löwener keinen Kratzer zufügen? Zeige Kiri das Siegel des Königs. Das ist das Zeichen der ersten Könige. Die haben euch also gesagt, dass wir das Königsschwert benötigen, hä? Jo. Ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen, aber... Ja, okay. Fragen wir Kit danach. Mhm. Ja, sehr schön. Ups. Ich wollte eigentlich das machen. Ich bin aber mal wieder ein bisschen sehr doof. Ich würde aber den hier gerne eher anlegen. Mhm. Das müsste doch dann eigentlich doppelten Schaden machen, wenn beide Kugeln treffen. Naja. So, den Gegner hier auch noch. Aber wie auch schon im ersten Teil ist die Musik hier auch wieder sehr, sehr schön. Wenn wir das Königsschwert neu schmieden, weiß Kit, wie man das macht. Mhm. Also ja, falsche Taste. Da will ich mich erstmal wieder dran gewöhnen müssen. So, wir haben Kit das Siegel gezeigt. Dieses Siegel, es ist unmiauglich. Kit, du hast geholfen, das Königsschwert zu schmieden. Kannst du es erneut tun? Oh. Sei still, Kiri. Jetzt wissen sie, wie alt ich bin. Oje. Vergesst, was ihr gehört habt und trefft mich draußen. Oh, ist das denn hier quasi die nächste Generation oder wie? Achso, nee, Moment nicht. Mhm. Gut, folgen wir ihr. Wow. Sehr schön. Mhm. Ja doch, es macht einen doppelten Schaden. Pro getroffener Kugel. Das ist sehr, sehr schön. Hä? Hört ihr alle das? Na gut, die sind jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt feueranfällig. Ho! Oh nein! Ho, 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 ho! Moment! Haha! Moment, habe ich den Zauber nicht ausgerüstet bei ihm? Doch, hier. Ach so, aber, so, okay. Und für ihn wäre dann vielleicht auch ganz gut, ein Schild zu haben. Also, Moment, hier. Ui, ui, ui. Ui. Mhm. Nein, warte. Yes. Oh, 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 oh. Ui. Nein! So schnell schon Spielende. Ach, super. Ah. Das... Ui, ui, Kabel. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Okay, dann erstmal kurz ein bisschen leveln. Wie können wir denn wechseln? Achso, mit Y. Okay. Das war wieder mal doof. Denn die Gegner sind ja eindeutig noch viel zu stark im Moment. Mit Level 10. Und ich war natürlich auch ein bisschen sehr doof, dass ich da direkt reingerannt bin. Dann können wir jetzt erstmal gucken, dass wir ein wenig leveln. Katzenminze farmen. Okay. Hier hinter ist eine Münze versteckt. Oh, Level 15. Nein, 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 nein. Oktoruin. Was hast du? Level 12, Level 10? Nee, lieber nicht.
Lieber nicht.